Herzlich willkommen im Kino des DFF. Heute habe ich für Sie einen Film mitgebracht, an dem ich wahnsinnig hänge, weil ich auch an den Dreharbeiten beteiligt war. Ich spiele eine kleine Rolle in diesem Film. Er heißt Happy New Year, Colin Burstead, und er ist gedreht worden von einem, wie ich finde, genialen englischen Filmemacher der heutigen Zeit. Sein Name ist Ben Wheatley, und ich wusste schon viel über Ben, bevor ich ihm dann selber begegnet bin und mit ihm gearbeitet habe, weil mein Mann mehrere Male mit ihm zusammengearbeitet hat und jedes Mal euphorisch davon berichtet hat, wie er sich als Schauspieler an Bens Set fühlt, nämlich sehr frei und sehr gesehen. Und ja, er hat mir einfach immer gesagt, dass ihm das unglaubliche Freude bereitet hat. Und dann kam plötzlich dieser Anruf und eine spontane Idee von Ben Wheatley, in nur 2 Wochen einen Film zu drehen über eine dysfunktionale Familie in England, und auch die Frage an uns beide, ob wir uns vorstellen könnten, zusammenzuspielen und zusammen in diesem Film von ihm zu spielen. Und wir haben natürlich beide sofort begeistert Ja gesagt. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich immer wieder an diese Dreharbeiten zurückdenken muss, weil diese 2 Wochen einfach unglaublich intensiv waren. Wir mussten als Schauspieler jederzeit auf Abruf sein. Das heißt, manchmal haben wir 6 Stunden gewartet, manchmal auch nur eine halbe Stunde, und schon kam unser Einsatz. Das werden Sie besser einordnen können, wenn Sie den Film gesehen haben. Aber ja, es war eine sehr intensive Erfahrung. Wir haben immer einen Take nach Drehbuch gedreht und einen Take frei improvisiert. Auch das war eine große Herausforderung, aber in diesem Ensemble, in dieser unglaublichen Ensemblearbeit, haben wir zusammen immer mehr Spaß daran entwickelt, uns ja auf diese Geschichte einzulassen, die er, finde ich, auf meisterhafte Art und Weise einfängt und die Sie eben gleich sehen werden. Ja, also Ben Wheatley ist ebenso toll, weil keiner seiner Filme einem anderen gleicht, und somit ist auch Happy New Year, Colin Burstead, ein absolutes Unikat. Er ist für sehr wenig Geld gedreht worden, hauptsächlich basierend auf dem Enthusiasmus derer, die beteiligt waren. Und das ist eine Art des Filmemachens, die mir sowieso wahnsinnig liegt und die mir auch wahnsinnig imponiert, weil einfach bei so einem Projekt Leute zusammenkommen, die hauptsächlich da sind, weil sie das lieben, was sie da machen. Und ich finde, diese Lebendigkeit und dieses Ungeschliffene, das ist alles zu sehen in diesem Film. Und ich hoffe sehr, dass er Ihnen gefällt und dass Sie viel Spaß dabei haben. Und ja, wünsche Ihnen einen schönen Abend.